und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich euch diese leckeren veganen Hafercookies zeigen. Sie sind super einfach zubereitet, denn ihr braucht nur diese beiden Zutaten, und zwar Bananen und Haferflocken. Daraus könnt ihr ganz viele verschiedene Varianten machen, so wie es euch am besten schmeckt. Und das Schöne daran, sie sind super schnell und einfach herzustellen und perfekt, wenn Besuch unangekündigt vor der Tür steht, weil sie super schnell zu machen sind, super einfach. 15 Minuten Backzeit ist auch echt kurz, also von daher habt ihr dann immer auf die Schnelle was da. Ihr könnt da Zutaten reinmachen, wie es euch beliebt, das ist natürlich auch perfekt. Ihr könnt euch die gestalten, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier einmal die cleane Version, das ist praktisch nur Bananen und Haferflocken. Und ich dachte mir, ich mache einfach noch ein bisschen gemahlene Vanille rein. Dann habe ich hier den Favoriten in meiner Familie, und zwar mit dreierlei Nüssen. Da sind Cashews drin, Paranüsse und Pekannüsse und Schokotröpfchen. Und dann habe ich hier noch eine Schoko-Bananen-Version gemacht. Das ist einmal mit Backkakao, getrockneten Bananen und PB2 Erdnussbutter. Da hätte ich aber ein bisschen mehr von reinmachen müssen. Ich mache das ja immer so ein bisschen nach Gefühl. Und da hätte ruhig ein bisschen mehr von rein können. Ansonsten sind die mega lecker. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. So, und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie schnell und einfach ihr das Ganze selber zubereiten könnt, welche Zutaten ihr dafür benötigt und alles weitere, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! So, das Ganze ist natürlich super einfach. Also wir nehmen uns einfach drei Bananen. Ich mache jetzt drei verschiedene Variationen und gebe die einfach so in eine Schüssel. Beziehungsweise in meinem Fall jetzt in drei Schüsseln. So, dann nehmen wir uns einfach eine Gabel und zerdrücken das Ganze. Wirklich so lange schön zerdrücken, bis ihr so richtig schöne Matschepampe habt von der Banane. Das mache ich jetzt einmal mit allen drei Schüsseln. So, nachdem wir das Ganze jetzt erledigt haben, nehmen wir uns einfach so eine kleine Kaffeetasse und geben die voll mit Haferflocken einfach dazu. Das sind ungefähr 50 Gramm. Ihr müsst halt auch einfach schauen, wie fest ihr das Ganze haben wollt. Und je nachdem, so viele Haferflocken braucht ihr. Aber ich finde das mit den 50 Gramm einfach am besten. Ich habe jetzt hier einmal ein paar Nüsse. Das sind jetzt Paranüsse, Pekannüsse und Cashewkerne. Dann nehmen wir uns einfach noch ein paar Schokotröpfchen. Ich habe jetzt diese hier zum Backen von Ruf. Und geben uns da einfach noch ein paar mit dazu. So, und dann wird das Ganze schon vermixt. So, und ihr seht, dass sich da auch so eine schöne, geschmeidige Masse dann draus bildet. So, wenn ihr das gut ineinander gearbeitet habt, dann sind die ersten Cookies auch schon fertig. Und nehmen uns, ich dachte mir, ich mache einfach eine ganz normale, ganz cleane Version von denen. Und da ich noch ein bisschen Geschmack haben will, gebe ich da jetzt einfach ein bisschen Vanille, gemahlene Vanille dazu und vermixe das Ganze ebenfalls. So, dann ist auch schon die zweite Version fertig. Und da machen wir uns jetzt ganz einfach Schoko-Banane draus. Das heißt, ich gebe einfach ein bisschen Kaba-Pulver dazu. Also ein bisschen Kakao, nicht Kaba-Pulver, sondern Backkakao. Und habe dann hier noch getrocknete Bananen. Passt ja perfekt zum Bananengeschmack. Ihr könnt aber auch jegliche andere Früchte nehmen. Cranberries, Mangos, was auch immer, aber ich finde jetzt einfach zu diesen Bananen-Cookies passen halt auch die getrockneten Bananen sehr gut. Und schneide mir die einfach noch in kleinere Stückchen.
Und dann gebe ich noch ein bisschen PB2 mit Schokolade dazu, damit das einfach noch so ein bisschen einen erdnussigen Geschmack bekommt. Und dann wird das auch schon verrührt. Und dann ist schon die dritte Variation der ganz einfachen Hafercookies fertig. So, dann hole ich mir einfach mein Blech und steche mir dann auch immer ein bisschen was ab, forme mir daraus einfach so ein bisschen so eine kleine Kugel und drücke die so ein bisschen flach und lege mir die einfach so aufs Blech. Wie so kleine Mini-Frikadellen. So, und während ich das Ganze forme, heize ich mir auch schon den Backofen vor. In meinem Fall jetzt auf 180 Grad, damit die dann gleich für ca. 15 Minuten in den Ofen können. So, meine Lieben, fertig sind sie dann auch schon, unsere Cookies. Das sind jetzt hier die ganz normalen Bananen-Cookies mit ein bisschen Vanille dran. Das sind jetzt die mit Schokotröpfchen und den ganzen Nüssen. Und diese hier sind jetzt mit Kakaopulver und den getrockneten Bananen und ein bisschen PB2. Und den werde ich jetzt auch mal probieren. Die sind zwar noch ganz schön heiß, aber ich kann es kaum abwarten. Ich bin echt gespannt. Für mich persönlich hätte es ruhig ein bisschen mehr PB2 sein können. Schmeckt man jetzt nicht so raus, aber ansonsten sind die natürlich schön lecker. Und dass sie natürlich gesünder sind wie andere Cookies, brauche ich euch sicherlich nicht sagen, weil ihr habt einfach mal keinen Zucker drin, kein raffiniertes Weißmehl, nix. Wirklich nur leckere, gesunde Zutaten, zumindest bei diesen cleanen, bei der Clean Version. Auf jeden Fall sehr lecker. Je reifer die Bananen sind, umso süßer wird natürlich der Cookie nachher. Auf jeden Fall eine sehr leckere Angelegenheit. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich super freuen, wenn ihr das einfach selber mal ausprobiert. Vielleicht ist es ja was für euch. Geht super schnell. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.